Komm, Neuer, hier entlang. Ja, wir folgen gleich, würde ich sagen. Und ich würde auch sagen, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar ist es diesmal Final Fantasy VII in seiner Ursprungsversion auf dem PC. Ursprünglich natürlich rausgekommen auf der PS1. Und ich dachte mir auch, ich spiele das mal. Wir hatten schon länger, also nach Bioshock, ne? Also ich hätte gerne wieder ein Story-lastig gespielt. Also noch eins. Und ja, da ist mir jetzt mal Final Fantasy VII in den Sinn gekommen, weil ich letztens das Advent Children geguckt habe. Und da dachte ich mir, ja, das fehlt noch. Und das habe ich eh noch auf der Platte liegen. Also, Final Fantasy VII. Wird was länger? Wird was länger? Ich muss sagen, ich bin nicht der Experte schlechthin. Deshalb könnte es auch ziemlich räudig werden. So. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie ich das am schlauesten mache mit dem Steuern. Denn die Maus ist überflüssig. Warte mal, ich mache das mal ganz geschickt. Achtung. Eine Menge Krach. So, ich hoffe mal, man versteht jetzt trotzdem noch alles. So, kann man irgendwie... Wie konnte man nochmal rennen? Konnte man rennen? Das war's nicht. Aber kann ich hier Config machen? Ja, nee. Ich hole das nochmal näher hier. So. Konnte ich nicht. Gut. Cursor anfangen, Controller, Ton, Musik, bla bla, warten. Wir kommen jetzt wieder zurück. C. Jetzt habe ich vergessen, wie man läuft. So ein Dreck. Ich hätte gerne nochmal die Einblendung für die ganzen Steuerungselemente. Verdammt, ich. So ein Tutorial am Anfang wäre sehr schön. Naja. So, wir starten den ersten Kampf. Angriff. Hallo. Angriff. So, ne? Rundenbasiertes Rollenspiel. Wir dürfen erst angreifen, wenn der Balken voll ist. Und Sieg. Level up! Wir nehmen alles und machen uns aus dem Shop. Wie war denn das damals mit dem Rennen? Das ging doch irgendwie. Hallo? Aha. Wow, einfach mal so. Also eigentlich auf Deutsch ist es eigentlich Soldat, ne? Er war mal Soldat. Einen wie den findest du nicht jeden Tag in der Gruppe wie Avalanche. Soldat? Ist das nicht unser Feind? Was will der hier bei Avalanche? Halt, Jesse, er war bei Soldat. Aber er hat dort aufgehört und jetzt ist er bei uns. Ich habe deinen Namen nicht mitgekriegt. Standardnamen lassen wir. Cloud. Cloud? Ich bin... Es ist mir egal, wie er heißt. Wenn dieser Job erledigt ist, ziehe ich weiter. Verdammt! Was quasselt ihr da? Hab ich euch nicht gesagt, einzeln loszulaufen? Unser Ziel ist der nördliche Marco-Reaktor. Wir treffen uns auf der Brücke davor. Wie rennt ihr? Ex-Soldat, hä? Trau dir nicht. Barrett. Barrett, lass mal einfach Barrett. Drück eine Pfeiltaste und die Taste Abbruch, um zu laufen. Also doch C. Okay. Also ist doch C. Abbruch war C. Das wird mit der Zeit in Fleisch und Blut übergehen, aber das dauert. Ah, okay. Ist was? Hey, hallo. Wir folgen. Ein Kampf.
Natürlich. Bam. Bam, 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 bam. Also jetzt sind wir natürlich noch sehr übermächtig. Das wird sich mit der Zeit ein bisschen einpendeln. Und weiter geht's. Na, bist du zum ersten Mal im Reaktor? Nein. Ich habe doch für Shinra gearbeitet, weißt du? Der Planet ist voller Mako-Energie. Die Leute hier nutzen sie täglich. Sie ist der Lebenssaft des Planeten, aber Shinra saugt die mit seinen seltsamen Maschinen völlig aus. Schwing keine Reden. Beeilen wir uns. Jetzt reicht's. Du kommst mit mir. Hey, wir haben eine Party gegründet. Okay. Mach auf. Code entziffert. Yay, weiter geht's. Code entziffert. Sehr gut. Warte mal, bevor wir jetzt da lang gehen, können wir hier noch durch? Also es ist bei mir schon sehr, sehr lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Phoenixfeder. Ich habe das eigentlich auch noch auf der PS3 als PSX. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen entspannter gewesen zum Aufnehmen, aber ich mag es am PC. Ich habe mir die PC-Version vor einem halben Jahr oder so mal extra als Box geholt. War nicht billig, aber ne, für die Sammlung. Und weiter geht's. Also hier drück die Taste da drüben. Okay, die hier? Wir sind... Schalter ein. Sind quasi in einer Widerstandsgruppe, die versucht, den Großkonzern zu stürzen. Ne? Standard. Die Reaktoren saugen langsam alles Leben aus, bis mal Schluss ist. Ist nicht mein Problem. Cloud, der Planet stirbt! Mir geht es nur darum, diesen Job zu erledigen, bevor die Wachen und Roboter kommen. Da ist Barrett wohl nicht so begeistert von, dass uns alles scheißegal ist. Nein! Mist! Ich wollte doch hier raus. So, ist hier oben noch was? Ansonsten würde ich mir mal erlauben, runter zu gehen. Okay. Dann eher nicht. Na. Da, 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 da. Ja? Ausmauen. So. Sieg. Ein wenig Geld, ein wenig Geld. Natürlich sind mir auch nicht alle Geheimnisse dieses Spiels bekannt. Ein paar habe ich mir nochmal extra vorher rausgesucht, damit wir die nicht verpassen. Oh, das war ein Jump. Drück die OK-Taste vor einer Leiter, um dich festzuhalten. Danach kannst du mit den Pfeiltasten hinauf und runter klettern. Yay. Yeah. Geht das noch ein bisschen schneller? Nee. Ein Trank. Wunderbar. Ja. Okay. Achso, hier können wir einfach runterlaufen. Was für komische Viecher seid ihr? Attacke! Und Attacke! Ey! Ey!
So. Die kleinen Viecher hier. Zack. So, den ersten Part werde ich natürlich wieder etwas ausdehnen, damit man so ein bisschen in die ganze Geschichte reinkommt. Und danach werden es dann wahrscheinlich wieder 20 Minuten Folgen um den Dreh, wenn ich schaffe, mich selbst ranzuhalten. Gelingt nicht immer. Das ist ein roter Punkt. Wieso ist ein roter Punkt? Das ist ein Speicherpunkt. Und ab nach unten. Mein Ohr juckt. Ah, das nervt. Außer könnte ich immer. Oh. Wie mies. Ich versuch's mal hier lang. Oh. Ne, dann geh ich nochmal zurück. Dann geh ich nochmal zurück. Ach du Scheiße. So, der weg. Noch dieser riesige, fiese Roboter. Wir nehmen die Mutattacke. Ja, die Special Attack quasi. Reicht vollkommen. Reicht vollkommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo muss ich zuerst hin. Ich glaube, ich gehe mal zuerst speichern. Ja. Sehr schön. Ach so, da können wir gar nicht rein. Warum baut man denn eine Tür dahin, wenn man nicht rein kann? Wobei es auch nur ein Türrahmen. So, was haben wir hier? Materia Heilung. So, wie konnte ich die nochmal auswählen? Zauber. Cloud. Zauber. Halt. Offenbar nicht. Was haben wir denn an Objekten jetzt? Schlüsselobjekte haben wir keine. Wo ist jetzt gerade die Heilung her? Oder wo kommt die hin? Boah, ich weiß es nicht mehr. Passt eigentlich alles? Keine Ahnung, vielleicht kommt das ja nochmal auf. So. Wenn wir den in die Luft jagen, bleibt nur noch ein Haufen Schrott übrig. Cloud, stell du die Bombe ein. Ist das nicht dein Job? Tu es einfach, Idiot. Ich muss aufpassen, dass du nichts anstellst. Na gut, wie du willst. Vorsicht! Das ist mehr als ein Reaktor. Was ist los? Hä? Was ist los, Cloud? Beeil dich! Sorry.
aufgepasst, da kommt was. What the fuck? Schneller! Schneller! So, ich versuch's mal damit. Vielleicht ist es ja gegen solche Haushaltsgeräte hilfreich. 96, das klingt doch sehr gut. Angriffsfokus. Ziel anvisiert. In dem Ding wurde keine Attackeneinheit verbaut. Deswegen ist das immer nur am Anvisieren. Skorpionenschwanz. Alter, Finne. Und nochmal. Piu. Das könnte noch was dauern. Halt. Barrett, sei vorsichtig. Greif nicht, damit sein Schwanz oben ist. Er will mit dem Laser gegenfeuern. Ja. Ach du Scheiße. Der blöde Schwanzlaser. Komm. Ach, nee, jetzt sind wir bei der Dude. Scheiße. Aber ich kann ja. Hey! Ah, es ging ja wieder schnell. Hey! Hey, 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 hey. Ja, weiter. Ja. So. Jetzt nochmal. Ja, die Frage ist nur hier, Heilung? Materie Heilung. Können wir aber nirgendwo auswählen, ja, Objekt. Ah, das machen wir auf jeden Fall auch. Eine Phönixfeder. Wäre praktisch, wenn wir... Weil wir keine anderen Waffen haben wahrscheinlich. So, nochmal. Bla 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 bla. Gut, wie du willst. Diesmal machen wir es besser. So, jetzt nochmal. Ach schön, jetzt liegt der Fokus auf mich. Ich freue mich. Piu. Jetzt Fokus wieder auf mich. Ah ne, jetzt noch Barrett, okay. So, ich werf mal eben. Schon mal zur Vorbereitung. Gewehr. Das war jetzt kein schlauer Move.
immer. Sollen wir jetzt einfach abwarten, oder? Aha! So! Auch schön einfach abwarten im Kampf. Aha! Sieg! Yippie! Sturmgewehr. Komm, nichts wie weg hier. Ja, right now. 10 Minuten bis zur Explosion. Das Ding ist, glaube ich, dass das... selbst dabei noch weitermacht, wenn man im Menü ist. Mal einfach weiter. Scheißegal. So, ich save hier nochmal ganz schnell. Okay. Zehn Minuten soll er reichen. Natürlich. Achso, bei Kämpfen zählt das natürlich auch von hinten. Also bitte. Na, sehen wir mal zu, wir haben nicht viel Zeit. Nice. Toll. Das war eigentlich sehr beeindruckend. Yippie, Sieg. Juhu. So. Oppigaloppi nach oben. Können wir hier auch nochmal Bescheid sagen? Alles okay. Mein Bein steckt fest. Aha. Danke. Sehr schön. Gerade nochmal wegen Rettet hier. Und schnell wieder nach oben. Überlegt, war hier noch was anderes? Vermute nein. Oh, 7 Minuten. Easy. Easy. Mist. Schneller! Ja, hat sich gelohnt. Dankeschön! So, erster Part, bis wir hier raus sind und der nächste Abschnitt anfängt.
So. Schalter ein. Was los? Wollen Sie Bescheid sagen? Alter. Natürlich! Ey. Hallo. Dankeschön. Noch 5 Minuten. Schneller! Aber wir haben es ja offensichtlich zeitig geschafft. Na komm mit. Oh, oh. Schnell raus! Und das war's vom Reaktor. Das dürfte dem Planeten eine Atempause verschaffen. Ja. Okay, alle zurück. Wem rennt der hinter? Okay, lasst uns verschwinden. Rendezvous an der Station in Sektor 8. Trennt euch und steigt in den Zug ein. Hey. Du willst dein Geld? Warte, bis wir wieder im Versteck sind. Na toll. Na, ist ja ganz toll. Ey. Entschuldigung. Was ist passiert? Ja, du verschwindest lieber. Nichts. Hör zu. Ach, die? Gefallen sie dir? Sie kosten nur einen Gil. Ja, dann kaufen wir noch eine. Oh, danke. Hier. Ja, schicksalhafte Begegnung. Kommen wir hier noch irgendwo weiter? Hallo? 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 Da offenbar nicht. Gut, gehen wir hier lang. Okay, alles klar. So, jetzt überlege ich gerade, kommen wir noch irgendwo anders hin? So spontan. Leute. Mal vorsichtig hier. Okay, aktuell hier nirgendwo. Alles klar. Bzzz. Stromhaushalt ist gut. Hey, du da! Shinra-Soldaten. Die kämpfen. Scheiße. Zu lange gewartet. Okay. Schnelle Entscheidung war gefordert. Autsch. Nochmal Autsch. Aufs Maul. So, das sind die, die einfachen Infanteristen. So. Ich bin ja Ex-Shinra.
Was zum... Ja, schnell mehr, ja. Diesmal laufen wir. Ja, viel später gibt's nicht, ne? Scheiße. Weiter kommst du nicht. Ich habe keine Zeit, mich mit euch zu balgen. Genug gefaselt. Schnappt ihn! Upp. Bis später, ihr Loser! Ich fasse meinen Zugverpass. Cloud ist nicht gekommen. Cloud, ob er getötet wurde? Niemals. Cloud. Sag mal, meinst du, Cloud kämpft bis zum Ende für Avalanche? Woher soll ich das wissen? Bin ich Hellseher? Wenn er nicht alle so ausgeflippt wird. Hey, Barrett, was ist mit unserem Geld? Nicht, Entschuldigung. Oh. Knock, knock, knock. Hallo. Cloud! Ich bin mal etwas spät dran. Verdammt richtig, ziemlich spät. Machst dir einen riesen Auftritt. Ist doch nichts dabei, das mache ich doch immer so. Mist! Alle haben sich Sorgen um dich gemacht. Du scherst dich um niemanden als dich selbst. Du hast dich um mich gesorgt? Was? Das zieh ich dir von deinem Geld ab, du Angeber. Auf, Leute. Es geht los. Folgt mir. Was? Hey, Cloud. Du warst klasse. Hey, Cloud. Nächstes Mal sind wir noch besser. Sie ist, glaube ich, ein Mädchen, ne? Vorsichtig. Ich mach's zu. So. Oh, Cloud. Dein Gesicht ist völlig schwarz. So. Besser. Danke, dass du mir beim Reaktor geholfen hast. So, und hier beenden wir jetzt die Folge alleine im Zug. Ich hoffe, der erste Part hat euch soweit gefallen. Ich muss mich noch ein bisschen ins Spiel reinfinden, wie gesagt. Lange her. Und ja, dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Part.